Hör dies weg jetzt. Alter, oh mein Gott, sind wir tiefer in den Kerker rein jetzt. Yo. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Okay, es sind viele Rätsel wahrscheinlich auch am Start. Okay, okay. Ist ein langes Horrorgame mit, glaube ich, auch Rätseln. Hm? Intensiv. Okay, krass. Geduld braucht man. Mhm. Okay, Game ist noch lauter ein bisschen, haben viele geschrieben jetzt. Machen wir gleich. Da kann man jetzt schon, ich weiß nicht. Sad Square Studio präsentiert Visage, Leute. Let's go. Let's go, let's go. Let's go. Okay, und einer holt das schon rum. Oh, ein Revolver? Russisch Roulette hier oder was? Oh, es geht ab. Dieser Revolver am Start. Oh, da ist jemand gefesselt am Stuhl. Oh, wollen wir noch kurz lauter machen? Haben wir jetzt nochmal geschrieben? Ich will jetzt nicht abbrechen. Also, ne, das überspringt sonst. Ne, es ist gut. Revolver, wir laden den Bruder. Okay, genau. Jetzt kommen jetzt mehr Geräusche, dann kann man es besser einschätzen. Haben wir die gefangen, Alter? Sind wir das? Bin sehr gespannt. Was geht ab? Sind wir betrunken oder bewegt er sich so komisch? Oder wir sind bei Saw. Das ist eine Aufgabe, die wir bewältigen müssen. Meinst du, er knallt hier ab? Ja. Jetzt zu offensichtlich, da passiert doch noch bestimmt was, oder? Okay, wir haben es eigentlich mal geschafft, den Revolver zu laden nach 10 Stunden. Oh, es sind ja viele Leute hier. Oh. Oh mein Gott, was haben wir vor? Oder wenn wir das jetzt gerade sind, ne? Ja, Mann. Alter. Oh mein Gott. Ganze Family hier geknebelt. Oh, hast du Cam? Boah, Alter. Einer down. Gnadenlos, Leute, gnadenlos. 280er. Damage. Boah. Oh. Boah. Das ist schon hart irgendwie, ne? Ja, Mann. Vor allem, du siehst gerade, was abgeht, dann der Nächste, das ist schon irgendwie. Oder da ist noch ein Kind oder so. Brutal, Alter. Oder, oh, Alter. Okay, er spielt es wirklich intensiv. Das sind schon sehr detaillierte Sachen. Ja, Mann, es ist wie ein Horrorfilm. Hä? Oh, und uns selber auch noch. Boah. Visage, Leute. Schon oh mein krank, Gott, Alter. Was geht hier ab direkt? Schon creepy, Mann. Bro. Krass. What's going on, Bro? Was geht hier ab, Leute? 4 Kills einfach. 4 Kills. Crazy, Mann. Okay. Haben wir überlebt oder was? Hä? Haben wir uns verschossen? Wo sind wir hier? Boah. Oh, wir humpeln dick. Also entweder sind verletzt, oder? Bestimmt so vorbeigeschossen. Bam. Kann auch sein. Okay. Halten, bewegen, halt. Krass. Okay, Leute, es geht einfach so sehr wheel aus, ne? Einfach trocken los. Okay, was geht hier ab? Halten, greifen. Achso, man kann die so langsam aufmachen, die Türen. Hier ist ein... Ach, Fortschrittsraum. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt, darunter auch am Ende des eines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Okay, okay. Okay, hier sammeln sich die Sachen, die wir... Hier können Kerzen aufgestellt werden. Okay, ist das wie so ein... Boah, sehr. Hier speichern sich die Gegenstände, anscheinend gibt es irgendwelche Trophäen hier zu sammeln. Okay, interesting, interesting. Jesus auch am Start. Ah. Dann schauen wir uns mal um, ne? Oh, oh. Shit. Telefon läutet. Ist das für uns? Hallo? Wer ist da? Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. Rose? Oh. Rose, unsere Nachbarin. Unser Nachbarn. I know that I tend to be a little anxious about small things. Okay, die hat Angst. I apologize for that. But I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Ach, die hat uns nicht draußen gesehen seit 3 Wochen. Call me just to let me know everything's fine. Die will, dass wir die zurückrufen, damit die weiß, alles ist gut. Mhm. Okay, warum sagen wir nichts, hä? Okay. Man kann einfach Jalousien zumachen und so. Oh mein Gott, da ist jemand. Wir sind nicht alleine.
Schon Gesellschaft bekommen? Guck mal, die Uhr da. Alter. Oh. Wer die privat hat, der hat harte Nerven. Ja, Mann. Okay. Crazy, Mann. Das klemmt. Wenn noch die. Hier können wir nicht rein. Okay. Kommt Boah. Da jemand? Digga, ich wollte. Ich rede gerade eben, da sind Schritte. Ist ja kein Zufall, oder? Aber kommt da jemand? Ich hab's. Warte. Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Ach, krass. Voll real, ne? Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Alter. Boah. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter. Okay, wir müssen alle darauf achten, Leute. Wir müssen auch darauf achten, falls wir verwirrt sind. Das ist krass. Und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Also so eine rote Wolke, dann sind wir komplett am Durchdrehen. Krass, okay, gut zu wissen. Okay, also immer im Licht aufhalten. Ja, Mann, krass, krass, krass. Hier ist zu verschlossen. Ja. Schlüssel mit kleinen Spiegeln. Okay, versuchen auf jeden Fall über das Licht anzumachen. Ah. Gegenstände. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwertbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Okay. Okay, krass, 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 krass. Ah, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Hier steht looking for the key. Okay, guckst du für den Garagenschlüssel? Er ist in Jeans Pocket, also in der Jeans-Tasche, im Wäscheraum, wie immer. Ah. Okay, Wäscheraum, da ist ein Schlüssel auf jeden Fall. Schon mal merken. Hier können wir auch überall Kerzen aufstellen, sehe ich gerade. Sollten wir machen wegen Licht, weil in der Dunkelheit drehen wir ja durch. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du sollst lernen, sie zu erkennen, da sie einen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Okay, wenn wir verwirrter sind, dann passieren solche Sachen. Dann sind wir belastet. Genau, dann müssen wir ins Licht chillen. Alter, heftig. Okay. Schnell weg aus der Dunkelheit. Ich will schon was. Ach so, Marvin macht den Radio läuft. Oh, nice. Ey, ist der volle Vibe, ey. Heute erstmal gemischt DVD machen bei dem schönen. Einfach irgendwas bekommen, versuche die Eingangstür. Aber wir können sogar raus dann eventuell, ne? Ich glaube, das ist das Ziel, hier rauszukommen, oder? Ah, okay. Wir kommen nicht aus dem Haus raus, wir müssen. Oh. Viele sagen, Chat kleiner, unten Cam, Bro, dann sehen wir auch den Verstand. Ah, okay. Chat, können wir den rechts nach rechts packen? Kann ich, aber rechts ist eh gerade kein Verstand angezeigt, deswegen. Gerade geht fit. Das klemmt, hier ist alles zu, Bruder. Oh, hier ist ein Schlüssel. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Ah, wir sind ja noch offen, ne? Wenn wir das. Was für ein Kapitel? Wir sind also gerade in einem drin, ne? Ja. Sind wir gerade in einem? Ist das dann quasi gesperrt, dass wir das abschließen müssen? Machen wir das erstmal aus hier. Hier ist auch zu, du brauchst Kellerschlüssel. Hier ist der Keller. Okay. Wir müssen erstmal in den Wäscheraum. Genau, erstmal das Portemonnaie, ne? Ja. In der Jeans irgendwie. Ja, man, chillig, wir sind in Mission. Oh, voll real, voll rasiert. Ja, Mann, hier sind irgendwelche Pillen und so. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder zurückzukehren. Okay, krass. Wenn wir verwürzen, können wir die knallen. Ja, Mann. Dann sind wir wieder am Start. Okay, überall können wir Kerzen aufstellen. Also Kerzen auf. Mahlzeit bei der Toilette erstmal. Mahlzeit Leute, Mahlzeit. Frohe Mahlzeit euch. Ja, Mann. Warte, was? Ne? Hol dich. Was ist gut da? Mein Gott. Ist was drin? Alter. Ach, deine Tabletten. Ja. Aber das hast du gequietscht, ne? Ja, Leute, unser Verstand. Und wir sind im Dunkeln, müssen wir aufpassen. Ja. Oh, der Verstand, das ist so eine Wolke, Bruder. Ah. Ja, weil es war auch sehr dunkel. Wir sind im Licht. Also. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen im Licht chillen. Okay, Leute. Und wie gesagt, in der Dunkelheit müssen wir mal aufpassen. Ist es. Oh mein Gott. Unser Schlafzimmer? Wir sind überall Schränke. Ich glaube, wir brauchen langsam mal ganz dringend Licht, bevor unser Verstand. Ja, aber gerade geht's. Eben war irgendwas. Oh, da unten, da wird's schon wieder.
Da, guck mal, da unten, was heißt? Durch, ey. Hier ist Licht, hier ist Licht. Also Dunkelheit, Leute. Bro, Licht. Guck, seht ihr diesen Fleck unten? Ja, Mann, unser Verstand. Wir müssen ins Licht. Wir creepen uns hier gerade hart ein. Bro, geh weg jetzt. Ich bin noch im Licht. Bestimmt gibt es irgendwo eine Lampe. Okay, oder das so. Geht weg, das geht weg, nice. Ja. Wir brauchen unbedingt Kerzen, ist alles zu dunkel. Ja, es ist sehr dunkel. Ja, alles zu dunkel. Hier oben ist auch noch. Gucken wir mal, was wir noch looten können. Ja, Mann. Oh, nice. Ah, Tür geht auf. Oh. Und wo ist dieser Wäscheraum, Bruder? Boah, hier ist alles dunkel. Dickes Schlafzimmer. Bro, da ist Licht an. Gehen die Lichter an? Da die Nachtlichter? Ja. Ah, wenigstens nice. Das, wichtig. Okay, draußen regnet's. Auf, gemütlich. Ganz gemütlich, ganz gemütlich. Was ist das hier? Handtasche. Mhm. Können wir aber nichts rausnehmen, okay. Machen hier auch mal Licht. Oh, hier ist gar kein Dings. Oh, neue Tabletten, nice. Noch zwei in der Hand hier. Noch mehr Tabletten. Alter! Alter, wir müssen uns mit Tabletten. Wir halten es nur auf Stoff oder durch. Wir haben vier Packs Tabletten, Alter. Let's go. Gesund let's ist go. Was anderes, aber was sein muss, muss sein. Let's go. Aha. Hauptsache mal funktioniert, Leute. Oh! Schöner Whisky hier raus. Boah, Leute. Es wird noch härter, wir müssen wahrscheinlich gleich noch einen trinken. Oh, ist das der Wäscheraum zufällig? Oh, dass da mal ein Licht ist, ist ein Wunder, ne? Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast, okay? Wir müssen das erstmal abschließen. Hier ist auch ein neues Kapitel irgendwie. Ah, krass. Aber wissen wir schon mal, wo die Kapitel sich aufhalten? Drehen wir gerade durch? Aber wir haben Licht, sonst wäre unser Verstand komplett jetzt vorbei. Hier ist irgendwas. Boah, da flüstern so Stimmen. Ist das der Wäscheraum, Leute? Wo ist die Jeans? Ne, ist Ankleiderraum, ne? Mhm. Warte, haben wir den Wäscheraum schon gesehen? Wo ist Wäsche, wo man halt Wäsche aufhängen kann? Da gibt's einen Schlüssel. Wo eine Waschmaschine ist. Ist hier noch ein Raum? Ist alles richtig. Boah, das ist dunkel, ey. Alter. Oh, hier ist ein Raum. Zum Licht. Ah, jetzt haben wir eine Runde gedreht. Ist durch? Krass. Ah, okay. Boah, das Haus ist voll groß, ne? Oh, eine Kerze, geil. Kerzen. Kerzen endlich. Sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du dich mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Sie leuchten lange und dienen als Lichtfälle, die den Verstand deines Charakters bei Sinnen hält. Okay, eine Kerze, sehr wichtig, sehr wichtig. Waren wir da unten schon? Im Wohnzimmer? Nee, ne? Nee. Ah, wir können da gar nicht rein. Leute, hatten wir den Wäscheraum schon gesehen? Eigentlich, wenn man eine Waschmaschine sieht, dann ist das der Wäscheraum. Ja. Oder wenn er zumindest ein bisschen Wäsche hängt. Haben wir hier schon? Ah ja. Du brauchst Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Okay, ich geh mal da runter, links. Leute, Stream-Like nicht vergessen. Ja, man liked den Stream. Ja, hier, dafür brauchen wir diesen Wäscheraumschlüssel. Ah ne, Garagenraum war das. Okay. Quixi meinte, wir müssen ein Kapitel starten, dass das so eine Art eine Mission ist. Da müssen wir vielleicht doch ran an die Buletten, ne? Okay, dann gehen wir hier raus, ne? Können wir mal testen. Diesen Schlüssel hier. Genau, komm, Leute. Oh nein. Du kannst kein. Ja, komm. Wir tun es. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Das ist für diesen Raum hier. Komm. Okay. Okay. Ein seltsamer Traum. Los, Kapitel, ein seltsamer Traum. Rein. Rein in die Masse. Ja, muss ich in der Hand halten? Achso. Okay. Ist benutzt? Okay, nice. Wow, Leute. Mal gucken, was uns erwartet. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Oh mein Gott. Wir haben die Tür gemacht. Wo können wir die anzünden überhaupt? Und ein Feuerzeug noch. Unser Verstand. Wir brauchen Licht. Und noch ein Feuerzeug. Oh shit. Okay, schon ein bisschen an, ne? Ja, ein bisschen Licht ist hier. Boah. Hallo? Ich habe das Gefühl, dass da gleich unter dem Umhang irgendwas kommt. Ey. Okay, wir müssen also irgendwas hier tun, ne? Ein Raum vor uns. Zurück können wir nicht mehr, ne? Oh. Alter, ein Spiegel. Okay, ein Spiegel. Wir sehen uns nicht mehr in der Spiegelung, Alter, okay. Was? Sind wir ein Geist? Ja, Mann, jetzt werde ich skeptisch hier. Ein Geist? Der ist weg? Was? Das
war das denn? Wo ist der Spiegel denn? Einfach weg. Crazy. Jetzt guck mal, wo die Tür hinfällt. Ja, ist doch gar nichts. Ach, hier ist noch eine Tür. Okay, wir haben einen Schlüssel. Das ist einfach der gleiche Raum, hä? Aber was ist das hier für ein Raum? Hier ist so ein kleiner Raum. Halten und greifen. Okay, hier klemmt irgendwas. Bro, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben einen Schlüssel, einen Spiegel eingesammelt oder was? Ja, wir haben den einfach aufgehoben anscheinend oder so, ne? Okay. Kleiner Raum, ist jetzt nichts gewesen, richtig? Oh, die Tür ist auf. Ah. Stimmt. Okay, Leute. Oh. Ach du. Wer, das ist ein Geist oder so. Da ist doch safe was dahinter. Leute, wenn das jetzt gleich die Hüllen fallen gelassen werden. Was safe. Und da der größte Creep ist, mit einem fetten Jumpscare. Ah, da oben waren wir eben. Ja, Mann. Oh, was ist das? Boah. Oh, nicht. Lass lieber an wegen Licht. Egal, was ist da verborgen? Kerze lass ich. Ja, wir bauen ein Feuerzeug. Liegt hier eins? Schränke. Oh, hier ist ein Schlüssel. Kellerschlüssel. Da okay, vorne ist der Keller auf jeden Fall. Nice. Alles geht ab. Kann einfach alles nehmen hier. Es kann Videokassetten lesen. Oh, es gibt wahrscheinlich Videokassetten. Die kann man reintun. Weißt du? Müssen wir schon irgendwas abhören. Ja. Okay, wir gehen einfach mal. Was habe ich da gerade genommen? Ach, wir haben ein Trinken genommen. Oh. Okay, vielleicht bringen sie ein bisschen Energy oder so. Dynamische Inventar ist voll. Okay, noch 5 Sachen können wir aufheben, ne? Ja. Okay, komisch. Kann ich das zurückpacken? Okay, okay Keller jetzt, Leute. Dieses Ding hier? Hey, das Radio ist einfach angegangen. Von allein. Oh, Streichhölzer? Ich muss irgendwas weg tun. Okay, ich das Getränk weg. Ja, kannst du weg. Oh nein, ich habe eine Pille genommen. Oh. Oh, geh ich weg. Ich hoffe, wir haben uns jetzt keine Überdosierung gegönnt. Ich schmeiß das weg, Bruder. Achso. Da stand was. Fallen lassen, F. Ja, okay. Oh, fallen lassen. Feuerzeuge. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus durchzusuchen. Durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit, sie verhindern nicht, dass die Spannung aufbaut. Wenn du mit einem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Okay, oh, also Feuerzeug, es hilft uns nicht für unseren Verstand. Generell ist ja nur Feuerzeug. Du kannst aber auch Kerzen damit anzünden. Na gut. Okay. Merken wir uns mal, ne? Ja. Hier ist zu. Du brauchst Kellerschlüssel, haben wir doch. Let's go, sollen wir erst runter, oder? Boah. Ja, komm, lass mal. Keine halben Sachen, ne? Oh, ist das dunkel. Was zur Hölle? Mach trotzdem die Kerze an, auch wenn das unseren Verstand vielleicht nicht komplett schützt. Stimmt. Ich mach das an, aber warte. Boah, hey, Licht ist er. Ne. Wie mach ich das? Ich weiß, wie ich das anmache, Bruder. Oh, der Waschraum. Ach, da ist er doch. Nee, Küche. Nee. Oder wie groß ist dieses Haus, stimmt, Alter? Wir müssen noch Portemonnaie suchen. Küche. So ein großes Haus, aber Herd von 1900. Nee, hör mal. Mikrowelle. Ist da was drin? Oder ey, so viel Stuff, ne? Gleich wieder was zu essen machen wie bei den Chiller Arts Games. Ja. Okay. Oh, jeden Schrank können wir aufmachen. Ja, krass. Okay, Spiele. Noch mies Geschirr hier, Alter. Ja, Mann. Schön hier hinterlassen. Okay, nichts Nutzvolles für uns jetzt drin. Kühlschrank, Bruder, was geht hier? Leckeres. Alter, hier ist überall dieses Bier. Boah, wir sind auf jeden Fall ein guter Alki. Ja, Mann, überall Schimmel und alles. Schöne, schon alles abgelassen. Alles für die Bierwampe. Ich frag mich, was machen wir hier? Wer sind wir? Wie machst du das Feuerzeug an überhaupt? Stand da gar nicht. Okay, hier ist der Waschraum, das heißt, hier muss ein Schlüssel sein. Ah, ja, in der Jeans, meint er. Genau. In irgendeiner Jeans. Nice, nice, nice. Ist das eine Jeans?
Jo. Jo, jo, jo. Hä? Was? Achso. Jo, jo, jo. Hä, wo ist die Jeans? Der meint doch, hier ist eine Jeans. Genau. Guck mal in den Wäschekorb da. Ganz rechts in der Ecke. Du was rausfischen kannst? Ne. Schade. Keine Jeans am Start. Hier hören wir auf jeden Fall Schritte die ganze Zeit. Guck, ob du den Trocken aufmachen kannst. Jo, Leute. Selber auf Challenge zum Jizzen. Oh, stimmt. Aha. Nice. Oh, da ist irgendwas drin. Auf, Bro. Aha. Sollen wir los, oder? Kann ich nicht nehmen? Ne, Mann. Leider nicht. Schade, hier meint er, ist irgendein Schlüssel in der Jeans-Tasche drin. Oh, was ist das? Das klemmt. Können wir das wegtun? Okay, wir tun das mal zur Seite. Das ist jetzt nutzlos. Was meint er? Jo. Oh. Ah, hier waren wir doch ganz am Anfang. Ach, stimmt. Okay, wir sind jetzt einmal durchgesteppt. Okay, nice, nice, okay. Nice. Okay. Und zieht die Tür zu auf einmal. Okay, Licht an. Ist hier ein Lichtschalter noch? Ich stell mal hier eine Kerze auf. Ist sehr dunkel. Mhm. Ist ein bisschen zu dunkel. Zum Kerzen anmachen, Maustaste gedrückt halten. Ah. Nice. Wie ist denn Licht am Start hier? Bro. Aus Kellerschlüssel, nice, hab ich doch. Okay, okay, okay. Oh. Okay, hier geht's in den Keller. Hm. Bro, ist das ein Keller, Alter? Da sind auf jeden Fall noch ordentliche Renovierungsarbeiten notwendig. Boah, die Kerze lohnt sich. Alter, da kommt doch ein mieser Jumpscare. Oder das Game ist noch zu Jumpscare los, ja, da kommt noch was. Also Frage ist... Boah, wo sind wir hier? Was geht mit der Uhr ab? Ja, man, was geht hier ab? Auf 3 Uhr nachts? Ja. Hier ist sogar auf... Wow. 3:35 Uhr, Leute, tief. 3:37 Uhr oder so, oh mein Gott, es ist 3 Uhr nachts, Leute. Das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, Leute. Hm. Alter. Boris, bist du es? Boris, Bro, was ist mit dir passiert, Alter? Wer hat dich so misshandelt? Wer hat dich entstellt? Wer hat dich entstellt, Alter? Wir rechnen dich. Wir rechnen dich, Bro. Leute, wer kennt Boris? Daumen hoch. Wer Boris kennt? Jawohl, ein Schlicht. Da war gerade ein Feuerlöscher. Oh, es geht runter. Das ist ein seltsames Symbol drauf, ist verschlossen. Hier geht's nur in Keller, Bunker, Alter, im Keller. Bunker im Keller, glaube ich. Was sind das für Wände? Das ist diese Schaumstoff irgendwie, ne? Krass. Okay, das war's vom Keller, oder? Boah. Aber ging's hier rechts noch lang? Hier ging's doch noch lang. Hier. Bro, wie groß ist dieses Haus? Das Haus ist so groß, ne? Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Okay, wichtige Gegenstände werden hier gelagert. Okay, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dicklicht an hier, ist an. Kerze. Bruder. Nochmal Keller, Lagerraum hier. Alles vollgestopft. Ist irgendwas Nützliches für uns? Sieht nicht so aus. Stabiler Dude hier. Boah, was ist das für ein Gemälde, Bruder? Sehr creepy. Oh, Alter, ist nochmal ein kleines Lager. Mhm. So viele Lager hier und so. Kann auch eine Kerze hin tun. Okay, dazu, oder? Hier geht's auch wieder hoch, Alter. Das kommt mir gar nicht klar. Das Licht geht nicht. Schnell hoch. Oh. Ah, hier ging's eben runter, okay. Ich verstehe.
Wir haben wieder irgendeinen Durchgang hier gefunden. Mhm. Ist noch eine Tür. Ja. Wow. Oh, wie gesagt, du brauchst Kellerschlüssel. Hab ich. Noch ein Lagerraum. Die Seite, die Nachbarn. What the hell? Irgendwas freigeschaltet hier? Alter, miese Kettensäge. Wild. Oh, nice, wir haben Licht. Stark. Ich dachte gerade, da wäre eine Hand. Bro, noch ein Raum hier. Crazy. Keine, überall gibt es hier Durchgänge. Ah, ich brauche Garagenschlüssel. Habe ich den? Nee, ne? Oh, mein Schlüssel ist auch weg jetzt. Ah. Ich glaube, ich habe alle Kellertüren aufgemacht. Ja. Okay, Keller durch. Dann noch Garagenschlüssel, ne? Ja. Oh, ne, hier ging es auch noch. Nee. Nice, hier ist auch Licht. Okay. Ist das Kapitel jetzt durch oder sagt das Spiel mir, wenn das durch ist? Ja, man, wie erkennt man das, ne? Wie viele Räume hat das Haus? Das ist wild, Alter. Das ist sehr wild. Okay, sonst war hier nichts, ne? Sonst haben wir so auch jede Tür geöffnet soweit, ne? Ja. Okay, was war noch offen jetzt? Dein Feuerzeug ist fast leer. Oh, ich hab's die ganze Zeit an, Bruder. Mach mal aus, Bro. Ah, jetzt ist es aus. Oder ist das ausgegangen jetzt? Ja, das Spiel. Ach so, das hält nicht an, wenn man Escape drückt. Das geht, das läuft weiter. Oh, Leute, Leute. Oh, es geht ab. Weg ist. Ja. Achso, der Fernseher. Ja, das können wir auch wegtun. Können wir durchgehen. Mhm. Ich meinte, verschwendet euer Feuerzeug. Das Feuerzeug ist einfach leer, Leute. Ihr habt kein Feuerzeug mehr. Ja, wie laden wir das auf? Gibt's neue? Oder gibt's Benzin oder so? Okay. Ich schicke mal alles ab hier. Sollen wir ein neues Kapitel starten? Wo war nochmal das andere Kapitel? Da war auch noch eine Tür, ne? Ja, wir können die Kerze nehmen eigentlich. Ja. Jetzt hier aber aus. Mussten wir auch ins Hauptinventar tun? Weiß nicht. Ach, können wir das hier wegmachen, Motte? Oh. Oh. Ne, konnten wir nichts machen. Gott. Puh. Oh, ist die Kerze jetzt hier so in der Hand so komisch? Lass die mal fahren. Okay, hier ist die Kerze, falls sie die brauchen. Mhm. Kann ich denn jetzt. Ah, jetzt kann ich sie wegmachen. Einfach in der Luft, ne? Oh nein. Oh mein. Oh nein. Leute, zum ersten Mal sehen wir jetzt das Neue. Oh nein, das. Oh! Der Spiegel ist da! Einfach da? Ah, hier, wir haben den Umhang hier weggemacht. Hier war nichts. Leute, wir müssen da hoch. Wir müssen schnell hoch. Der Spiegel ist da jetzt wieder. Ich hab Schritte gehört. Was ist das? Der Spiegel ist zurück. Ein Holzstuhl? Einfach ein Holzstuhl drin. Haben wir das gesehen? Müssen wir da hin? Der Spiegel scheint dir ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Okay, der will uns irgendwas damit sagen, der Spiegel. Okay. Was hat das auf sich? Vielleicht ein Raum. Runtergeladen. Wir drehen gleich durch hier. Oh. Wir drehen gleich durch. Wenn das nicht explodiert, müssen wir Medikamente schlucken. Okay, wo war das hier? Haben wir das schon gesehen im Haus? Ein Schaukelstuhl? Holzstuhl, den. Was war das? Ist noch kein Raum auf dem Schirm, wo ein Holzstuhl war. Hä? Du hörst Schritte auf dem Dachboden. Oh nein. Okay, da ist was. Der Griff ist außer Reichweite. Man kann zum Dachboden. Oh mein Gott. Wir brauchen eine Stange, dann kann man das aufmachen. Okay, da ist jemand, da ist jemand. Es wird ernst, Leute. Es wird langsam, aber sicher in ernst. In der Nähe von unserem Schlafzimmer, Leute. Like den Stream. Ja, man like den Stream. Oh shit. Kann ich sterben, Bruder? Kann ich speichern immer? Ah. Nicht, dass wir alles von vorne machen müssen. Mhm. Okay,
Okay, da oben creept jemand rum auf jeden Fall. Hier sind auch noch Türen. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Nee. Oh. Neues Büro hier. Neues Büro hier. Hier könnte auch ein Schaukelstuhl sein. Einfach so zwei Couchen gegenüber. Okay. Oh, ein Safe? Es gibt einen Hinweis darauf, welcher Schlüssel das ist. Safer vielleicht? Wenn wir einen Safer-Schlüssel sehen? Tresor, Leute. Merken? Ja. Richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig. Auf ganz entspannt Büro hier. Scheiße. Oh, Schlüssel mit einem mit Blitzsymbol. Blitz drauf. Das könnte so ein Schlüssel sein. Okay. Nice, neuer Schlüssel. Blitzsymbol ist es, aber ist jetzt nicht hiervon, oder? Ich probiere mal. Okay, hier ist auch. Oh. Hey, ist das der Stuhl? Ja. Yeah. Leute, der Stuhl ist da. Oh Mann. Da ist er. Irgendwas ist hier in dem Raum zu holen. Nein, das denn nicht. Nee. Das ist über uns. So. Eins hoch noch, ne? Ich glaube, über uns. Oder hier? Noch ein neues Zimmer. Kinderzimmer. Auch süß. Auch süß. Okay. Oh. Creepy Teddy. Krass. John Me. Glückliche Family hier. Bro, was ist denn, Alter? Alter. Kann sein, dass hier der Schaukelstuhl hinter ist. Guck nochmal kurz in den Schrank rein. Kleines Teddy. Ich glaube, hier ist der Schaukelstuhl, Bruder. Hört's gut an. Noch ein Kleiderschrank, Bruder. Wie viel Zimmer hat dieses Haus, Alter? Es ist so groß. Es ist so crazy. Nee, das ist über uns. Wir müssen auf den Dachboden, wo der Typ war. Wir müssen auf den Dachboden. Ach, das verbindet alles, Alter. Richtig gemütlich als Kind. Hast so Zimmer, Ankleidezimmer. Ja, ist brutal. Und du kannst zu deinem Bruder gehen, Alter. Also es ist richtig nice. Mobilien. Leute, wir müssen hier hoch. Wir brauchen einen Griff, um das aufzumachen. Das ist außer Reichweite. Genau. Wir brauchen irgendeinen Stab. Wir brauchen irgendeinen Stab. Ja, um da dran zu kommen, ne? Ja, Mann. Hier muss irgendein Stab sein irgendwo. Schade, dass mein Feuerzeug leer ist. Leute, wo könnte das sein? Könnte der Stab sein, Bro? Aber da oben ist auch jemand. Irgendwie will ich auch nicht hoch, ne? Aber wir müssen, glaube ich. Keine Wahl. Was war hier eigentlich nochmal? Da bin nichts war. Ah, da waren wir am Anfang, ne? Ja. Föhn. Oh! Wo kommt der denn her, Gott? Bruder? Wer ist das? Da steht jemand. Ey, ist weg. Puh. Oh mein Gott, Leute. Oh Mann, das ist echt creepy. Müssen wir dem hinterher? Wir gucken, wo der hingeht. Der war einfach weg. Du hast gesehen, wie er gegangen ist, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der steht da. Jo. Soll ich zu dem? Soll ich machen? Was soll ich tun? Medikamente nehmen und einfach abbauen. Ich muss kurz das Licht. Wir müssen es kurz sammeln. Ich weiß nicht, ob wir gerade durchdrehen. Okay, verfolgt uns zum Glück nicht. Bro, okay. Wer ist der Typ? Auf neutralen Zustand darüber gehen. Alter, Bro. Schnell. Okay, ich geh. Normal. Ey, Bro. Hä? Licht ist einfach weg. Der will uns was zeigen. Ich glaube, der will uns was zeigen. Wer ist der im Guten da? Der ist gut. Der ist gut, ne? Der ist kein Creep. Ist da unten irgendwas? Ich muss schnell hier durch, Bruder. Hier ist kein Licht. Vielleicht wir irgendwas aufklären. Nee, geht nicht. Der ist hier lang gegangen, Bruder. Oh, geh zur Seite. Oh mein Gott, der steht da, Bruder. Steht da wie so ein Creep. Oh mein Gott, ich brauch Licht. Oh. Ist der nach oben gegangen? Der war... Ah, da ist wieder Licht da. Okay. Wo ist der lang gegangen? Der war wieder weggespawnt. Hier, ne? Aber ich denke mal safe da. Oh shit. Oh Gott. Okay, Licht geht nicht an, egal. Wir gehen durch.
Oh shit. Alter. Hier ist so ein Stab. Oder? Ist das eine Frau oder der linke? Oder? Genau, ist das eine Frau links oder? Oh, ist das, was ist das? Ist das ein Dude? Was meint ihr, Leute? Warum hat steckt in seinem Messer? Auge eine Riesenschraubenzieher? Ah, ne, eine fette Brechstange. Das ist für den Dachboden. Für den Dachboden. Wir kommen auf den Dachboden. Leute, Frau oder Mann links? Frau oder Mann links? Ganz wichtig. Wir lagern den Bruder im Inventar. Nice. Okay, hier ist auch dieser Fortschrittsraum, ne? Wir haben ja Fortschritte gemacht. Okay, wir können zum Dachboden, Leute. Let's go. Licht ist auch wieder an. Dieser Geist war gut, der hat uns geholfen. Der hat uns geholfen, der will das. Also dieser Mann, guter Geist, Leute. Es gibt auch Gutes. Der Mann weiß Bescheid. Nice, über Licht an. Ja. Ihr lässt es sich doch gut leben, Leute. Was ist hier ran creepy, Leute? Können wir neu starten? Ist doch gar nichts creepy. Ein fettes Haus hier. Bisschen ranzig, aber einmal aufräumen, dann geht, oder? Ist so. Okay, wir können endlich den Dachboden. Let's go. Aber da oben creept irgendeiner rum. Jawohl. Egal, wir gehen stramm rein. So. Puh. Let's go. What? Diese Geräusche. Ja, Mann. Okay. Hier war eben jemand, ne? Das ist der. Wir sind safe. Oh, hier ist der Stuhl, hier ist der Schaum. Oh, da ist der doch! Okay, let's go. Was geht hier ab? Hey. Nice, entschuldigen. Puh! Ist das gerade aufgegangen? Ja. Was ist das? Wir können runtergucken. Oh Gott. Wow! Das ist ein Schlafzimmer. Jesus Christ am Start. Nice. Baby. Oh mein Gott. Okay, sieht eigentlich gemütlich aus von den Lichtern her und so. Und hier ist der Spiegel wieder. Oh, der zeigt was. Ah ne, der spiegelt den Raum einfach. Okay. Crazy. Mhm. Okay. Lagerbarer, wichtiger Gegenstand. Oh, der ist wichtig. Wichtige Gegenstand, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Okay, den nehmen wir mit, den Bruder. Let's go, wichtig. Können wir das auch mitnehmen? Aber wir können das aber wahrscheinlich rein. So, los, zeigt immer schlimmere Symptome. Die Ärzte sagen, es ist nicht einfach festzulegen, woran sie erkrankt ist. Sie zeigt Anzeichen von Schizophrenie, Psychose, Demenz und vieles mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun könnte. Ich habe das Gefühl, die Medikamente verschlimmern ihren Zustand nur weiter. Sie hört ihre eigene Stimme, die ihre Abfolge in 5 Zahlen über das Babyfon flüstert. Okay, das Baby ist verflucht. Sie meinte, dass der Schlüssel zu ihrem inneren Zuhause. Was soll das heißen? Was soll ich tun? Okay, das Baby sollte anscheinend verflucht sein. Wir nehmen das mal wieder mit. Hier kannst du Audiokassetten lagern. Ach, wir können die hier lagern. Tu mal rein. Können wir das dann mitnehmen? Okay. Also das Baby war anscheinend verflucht, ne? Mhm. Soweit ich das jetzt verstanden habe. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Was fehlt hier? Schlappen. Ist das Blut? Ne, Blätter sind hier drin, okay. Oh. Und hängt ein paar Schiebe. Pause mal das gleiche Bild. Oh. Ein Guckloch. Ach krass, was ist das für ein Raum? Jo, da ist irgendein Raum. Leute, einfach ein Geheimraum. Geheimraum. Bro. Okay. Hier hängt auch schief, hier auch gucken. Okay, diese drei. Das sieht doch aus wie so ein Symbol oder so. Das ist ein Creep. Sieht ein bisschen aus wie ein Symbol. Ja. Ist hier noch was? Was ist das?
die Babystation eines Babyphones. Damals noch richtig fett, diese Babyphones. Boah, die ist echt fett. Nice. Alte Zeiten. Oh, verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel hier passt. Ach, wir testen einfach mal blind. Wir haben nur den. Nein. Bro, wie kommen wir wieder hier hoch jetzt? Wir können gleich mal hochspringen. Da muss ein Schlüssel sein. Also, wir müssen da irgendwie... Oder warte, ist das ein Rätsel mit diesen Bildern? Ist hier ein Rätsel? Gucken, drei Bilder. Nee, kein Jumpscare, bitte. Hm. Vielleicht ist hier ein Rätsel. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, auf jeden Fall. Was liegt da? Oh, hier ist eine Box. Auf dem Kästchen ist ein musikalisches Symbol. Es ist verschlossen. Okay, Musikschlüssel. Ich probiere trotzdem mal diesen. Gibt auch nicht. Was ist das? Vielleicht Zeichnung von einem Kind. Okay, creepy Zeichnung. Hier fehlt was, meint er. Das? Nein, ne? Irgendwas fehlt. Irgendwas müssen wir da hin tun, glaube ich, aufs Bett. Mhm. Irgendwas müssen wir da hin tun. Soll ich die Kassette wieder nehmen? Nimm mal. Gegenstände einlagern. Gegenstände aufnehmen. Ich leg die mal hier hin. Okay, geht nicht. Okay, irgendwas haben wir übersehen. Irgendwas hier mit hat sich auf. Tausend das gleiche Bild, ey. Können wir hier was machen? Oh. Ah, warte. Merkt ihr diese Gesichter? Mhm. Oder Symbole? Vielleicht ist das hier irgendwo. Ja. Boah. Creepy Symbole. Links der Kopf. Ja. Vielleicht ist das hier irgendwo. Das sind auch so Gesichter irgendwie. Mhm. Mäßig. Okay, what? What? Was haben wir übersehen? Oh, der Schlappen. Der andere liegt auf dem Bett. Nice, Pantoffel. Okay, die müssen wir da hinlegen, glaube ich. Warum auch immer, oder? What the hell? Nice. Wow. Oh. Leute, der Schlappen hat dafür gesorgt, dass der Spiegel gefrostet ist. Was passiert? Hey. Die Sachen sind weg. Oh, die Tür ist auf. Okay, war irgendein Mechanismus? What the hell? Einfach ein Türöffner. Jesus Christ. Oh, unten auf dem Boden. Was war das? Da war ein Arm. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da steht jemand. Oh mein. Yo. Oh. Jesus, hilf uns, Bruder. Ey. Vermeide es, zu lange im Dunkeln zu sein. Oh mein Gott. Ich bin im Licht, Bruder. Geh in die Zelle. Hey, Leute, The Ring. Oh, die Tür ist zugegangen. Die Alte sieht aus wie The Ring. Was soll ich machen? Jo. Willst du den Xiaomi gehen? Alles gut? Können wir drüber reden? Ja, okay. Oh. Bro. Oh. Meinst du, wenn wir auf die Suche rennen? Bitte tut's nichts. Oh mein Gott. Ey, das Licht zählt, ich bin doch voll im Licht, Bruder. Wie geht's? Ach, ich muss da hingucken. Ich glaube, ich muss da hin, Alter. Komm. Bro, was willst du von uns? Jo. Hey. Wir können über alles reden. Maximale Dunkelheit jetzt. Ich sehe nichts mehr. Ey. Ich sehe nichts mehr. Ey, wir drehen komplett da durch. Wir drehen gerade richtig durch. Ey, wir müssen zum Licht. Das Licht packt das ab. Ja, ich muss zurück. Ey, unser Gehirn. Mach auf. Oh mein Gott, wo sind wir? Was war das? Ganz schnell klarkommen beim Licht, ey. Unser Verstand, Leute. Dein Verstand nimmt rapide ab. Oh, wir können noch Pillen knallen. Oh ja. Nimm mal Pillen, Bro. Leute, wir setzen uns kurz auf Stoff, also anders geht's nicht. Halt mal rein, Bruder. Nimm, Bruder. Dann nehm ich die. Ah, nice. Hm. Ist da unten jemand? Ah, nee, das war die Lampe. Ich dachte schon. Ah, hier ist der Raum. Okay, hier ist dieser Raum, wo wir reingefallen sind. Meinst du, auf dem Dachboden war noch irgendwas? Wir können nochmal hochgehen. Ja. Was passiert hier? Lass mal hoch. Lass mal hoch. Was geht mit meinem Kopf ab? Mal eine Matze oder so. Müssen kurz checken hier. Ob hier irgendwas ist. Achso, speicher schneller. Genau. Ganz wichtig. Mhm. Oh shit, unser Gehirn macht Faxen.
gar nichts mehr sonst, ne? Okay. Ne. Okay, ist das Kapitel durch? Was geht ab? Was geht ab? Wie ist eine Blutspur? War das eben auch schon die Spur? Die sieht frisch aus. So, folgen. Alter. Oh. Oh mein Gott. Irgendeine Tür ist zugegangen. Puh. Oder die Spur ist dann neu oder nicht, Leute? Die ist neu. Oh mein Gott. Oh mein Und die ist verdammt. Oh Gott. Puh. Alter. Alter, was ist das? Ist das? Nein, unser Raum! Was ist hier passiert? Bro, was ist das? Irgendein Darm ist da. Okay, wir sliden runter den Darm. Bro. Alter, wir gehen gerade seinen Darm entlang. Oh Gott. Wir sind im Keller gelandet, Bruder. Ja, im Kerker, ne? Ja. Wir können hier rein einfach, so random. Oh mein Gott, da geht einfach irgendjemand lang. Der spaziert da einfach lang? Ja. Als ob's. Hä? Oh. Ist zu, Bruder. Achso. Oh mein Gott, was ist das? Boah. Okay, ganz viele Spiegel. Ganz viele Spiegel. Let's go. Was hat's damit auf sich? Wir sehen uns immer noch nicht. Jo. Alles zusammengewachsen. Oh, da ist jemand. Wer ist das? Ja. Was war das? Frage, war er im Spiel oder drinne? Ja. Da ist auch jemand. Das ist Granny, Alter. Das ist, die, das ist diese Oma vom Bild, glaube ich. Das ist Crack-Oma. Ja, Mann. Granny, bist du's? Granny, Bro. Willkommen in Frieden, Granny. Alles wird gut. Oh mein Gott. Oh, hat die sich aufgehängt, die Oma? Ist das von der das Haus? Vielleicht hat der Mann irgendwas gemacht. Deswegen hat die einen Stab ins Auge gemacht. Die hat sich dann aufgehängt. Könnte sein, könnte sein. Wie ist denn der Sohn oder so? Frag ich mich auch, aber... Okay, Granny, hast du noch was zu sagen? Granny, Statement. Was willst du sagen? Granny. Wow, wow, wow. Oh. Granny, hey. Hey, Granny. Was ist los? Was willst du uns sagen? Wir sind hier. Wir hören dir zu. Granny. Du musst schon was sagen, damit wir dir helfen können. Komisch, ey. Okay, die will nicht reden, Alter. Okay. Muss irgendwo hinten hin, ne? Was will Granny? Ist das das? Das ist wahrscheinlich das Haus von der, Leute. Ja, Mann, ich glaube, das ist das Haus von der. Wo ist sie hin, ey? Granny, bleib bei uns. Bleib bei uns. Oder? Sie chillt. Oh, hast du es gesehen? Hä? Ist das? Jemand ein Bild gemacht oder so? Ja, Mann. Da hat jemand ein Bild. Meinst du, sollen wir. Wie kommen wir an die ran? Hol die's weg jetzt. Alter. Oh mein Gott, sind wir tiefer in den Kerker rein jetzt. Yo. Oh mein Gott, sind wir tief rein. Bro. Wow. Junge. Alter. Wieder? Atemgeräusche. Boah. Back im Haus, oder? Jesus Christ, Bro. War das schon die erste Mission? Hä? Was war eine Katze? Ist da nicht irgendwas gekrabbelt? Nein. Du hast eine Situation? Nein. Ey, können die uns auch mal ein Feuerzeug wieder geben, bitte?
So ein Feuerzeug wäre jetzt echt sehr, sehr nice. Ja, wild. Bruder, alles ist schief. Siehst du das? Ja, Mann, natürlich. Was ist das denn, Junge? Sehr schief. Alter! What? Wir sind im Haus back. Einfach durch den Spiegel. Was ist das denn? Der Spiegel ist wie ein Portal. Irgendwie krass. Krass. Boah, krass. Leute, vielleicht ist der Firma da, ne? Ja, Mann. In die Garage. Das Auto. Wo war die? Garage. Schon hier drin? Ach, hier. Das kommt von hier? Oder hier oben? Ah, du brauchst Garagenschlüssel. Okay. Okay, brauchen wir noch Garagenschlüssel, dann gehen wir da mal direkt gucken. Wir waren noch gar nicht in der Garage, ne? Nee, Mann. Oh. Das ist doch gruselig, Digga. Was zur Hölle? War das schon die ganze Zeit da? Nee, niemals. Das würde uns schon auffallen. Sind wir nicht hier einmal durchgegangen? Und dann... Doch, doch, das war... Wir sind ja mal durchgegangen. Aber warum ist die Tür jetzt zu? Oh, so brauchst du eine Pelle, genau. Was ist das denn? Was ist denn da passiert? Was ist hier überhaupt? Unser Endziel, rauszukommen. Ja. Wasserspender. Welt. Das ist auch zu auf einmal. Oh ja, da geht irgendwas ab. Was passiert hier? Wir wurden dick eingesperrt, ne? Ja. Einer hat uns hier eingesperrt. Mhm. Haben wir eine Kassette oder so? Warte, haben wir irgendwas Neues? Oh, wir haben einen Schlüssel mit einem Blitz. Ah, den könntest du in der Garage probieren. Vielleicht checken wir ab, ja, genau. Oder hier, aus. Das kann ich mal testen, aber ich glaube, der kommt als letztes. Wo die Zeitung von einem Stapel, ne? Da ist auch ganz zu. Da war, was war da? Statement, Keller, wir sollen Keller da gar ist nicht auch zu, genau. Wir sollen da gar nicht hin. Oh, wir müssen hier rein, wir müssen hier rein. Guck mal. Du suchst den Schlüssel. Jeans. Er ist in der Jeans. Portemonnaie. Im Wäscheraum, wie immer. Aber da waren wir doch. Da war keine Jeans. Da war nichts. Nicht mal in der Trommel, ne? Da war nur. Wir gucken nochmal Wäscheraum. Wo war der? Wo war der? Wäscheraum. Gehen wir mal rum. Ich glaube oben irgendwo, ne? Ich habe mir auch gedacht, da muss ja eigentlich was sein. Genau. Was übersehen? Müssen wir mal in Ruhe alles abchecken. Hier war dieses Tresor. Kinderzimmer. Kombis. Und wo war der Wäscheraum, oder? Wo war der Wäscheraum, Leute? Bad? Hä? Irgendein anderer Abteil vom Haus, aber ich weiß nicht mehr, wie wir da hinkommen. Irgendwas, was zu ist? Ja, mal vor jede Tür, die nicht komplett mit Ketten abgeschlossen ist. Von überall. Krass, alles verdichtet, ey. Ja. Ah, hier. Da, so, Leute, wir gucken es mal genau. Die Jeans aber. Oh, hier ist auch noch. Muss man sehen. Hm, Handtücher. Wo ist die Jeans, Alter? Hey. Mein Trommel. Oh. Aha. Okay. Vielleicht nimmt ihr jetzt den Schlüssel. Da ist auf jeden Fall jetzt irgendwie mehr drin, ne? Da ist die Jeans. Das war voll krank. Nice. Oh, sehr gut. Nice, nice, nice. Schlüssel, Garage, let's go, Stuck. Ich bin gespannt, was für ein Auto wir hier fahren, ne? Ja, Mann, miesen Benz. Erst mit der Alarmanlage hier in den Griff bekommen. Hä? Der war doch eben nicht da, oder? Der Spiegel? Ich glaube nicht. Und der beobachtet uns einfach weiter. Bro, okay, alter Schinken. Oh, sieht aus wie ein Benz sogar. Ist für dich der Alter Benz. Fetter alter Benz. Bro, chill.
Ich nehme die ganzen Pillen, glaube ich. Nach außen schinken, Bro. Endlich, wir haben es geschafft. Was geht da ab? Was ist das denn? Ist ja basic. Ist eine fette Axt drin oder was? Von draußen reingeworfen worden, ne? Ja, Mann. Okay. Was nehmen, ne, Mann? Kann man leider nicht nehmen. Okay. Zeitung. Nö. Oh. Vermeide es zu lange im Dunkeln, so. Was war das? Alkohol. Hier so eine Flasche in der Hand. Du kannst diesen Gegenstand nicht lagern. Er nutzt dir gar nichts, okay. Irgendein Müll. Mm. Nice. Mhm. Mhm. Oh. Was zur Hölle? Also, das können wir benutzen. Das kenne ich noch vom. Ja, Mann, ich auch von der Ausbildung. Technikunterricht oder so in der Schule, irgendwie so ein Thema. Ich weiß, wie das Sachen einspannen. Okay, neue Pillen. Ja, Mann. Wie wär's mit neuem Feuerzeug, Bro? Ist so, wir pumpen uns hier nur mit Stoff zu, aber brauchen wir mal ein Feuerzeug. Ja, Mann, okay, mies Werkzeug. Hä? Hä? Ah, ne. Ne, wir kamen von da, das ja, war jetzt da einfach. Komplett zu. Okay, wir gehen hoch. Mhm. Werken hieß das. Interessant, ey. Werken? Sag mir jetzt gerade gar nichts mehr, so Werken. Ne? Ich glaube, es hieß anders. Gab's da noch, oder je nachdem, wo man herkommt, aber. Oh, neues Feuerzeug, nice. Oder? Nice. Haben wir eine Kerze noch? Ne, ne? Bro, nimm das in die Hand, Bruder. Was lautet der? Oh, Garageschlüssel. Let's go. Okay, jetzt sind wir hier wieder. Ach so. Das ist verbunden mit dem Haus. Okay. Haben wir jetzt hier irgendwas gefunden, Nützliches? Nee, oder? Nö. Was ist das? Oh. Oh. Eingang. Ah, Leute. Weg freigeschaltet. Was soll das? Was oh. Geht ab? Oh. Ist da jemand? Oh Gott. Hast du das gesehen? Ah, ich dachte schon, das wäre ein Körper. Es war einfach nur die Beine vom Tisch. Oh, das ist ein kleines. Das ist jetzt Omega-Zeichen. Oh. Mhm. Omega-3-Fettsäuren. Ja, mal Leute, immer schön Omega-3-Fettsäuren einhalten für die Gesundheit. Okay, wir brauchen einen Schlüssel mit diesen Zeichen. Wahrscheinlich. Kleine Geheimschlüssel, was ist das? Okay, wir haben irgendwas gefunden. Matroschka. Ja. Die kleinen Matroschkas. Okay, hier war nichts, ne? Relativ, vielleicht noch zu noch ein Feuerzeug, nice. Okay, brauchen wir immer. Double Feuerzeug Action. Als ob hier nichts war sonst jetzt. Ja, Mann. So, Technikunterricht. Das war unseren dicken Bands ein Kombi, ne? Ja. Fetten Kombi. Diese Form wird schon allerwenigsten holen, so ein Kombi. Ja, Mann. So, oder kennst du das, du siehst manchmal von vorne so? Stabil auf einmal so ein Kombi hin. Dann lieber einen dicken SUV. Ja. SUV oder Sportstütze. Können wir jetzt noch was machen? Nee, Mann. Okay. Okay, okay, okay. Was ist mit dem Spiegel eigentlich hier? Was ist mit dem, Bruder? Können wir da reinjoinen? Kannst du was sagen? Nee. Was hat da gleich sonst was rauskommt? Dämon. Okay. Ist der auch neu? Der war da auch nicht da eben. Irgendwie ist das okay, Gefühl, ich spawne mal. Was mit dem? Sagt er was Neues? Das ist immer noch dieses schiefe Haus. Ihr könnt den Hammer nehmen, aber wieder mal ist eure Hand voll. Puh. War da ein Hammer? Ja, warte. Das ging ja gerade ab, Leute. Die Tür ist zugegangen. Ach so. War da ein Hammer? War hier ein Hammer? Ach, den! Geh mal, kannst du den nehmen? Sag mal, den nehmen kann. Ach, vielleicht muss ich das wegwerfen. Ich brauche alles, oder? Das mit der Kassette. Kann man nehmen, aber wie immer. Ich nehme das weg. Aber wieder mal, ist orange. Okay, dann leg mal was, genau, leg das mal ab. Lass das fallen.
Auch so Feuerzeug fallen lassen? Im Autofenster, eure Hand muss frei sein. Okay. Mal sehen, ob das war. Krass. Okay. Sehr guter Tipp. Fetten Vorschlaghammer. Let's go. Vielen Dank, Bro. Jetzt können wir die Scheibe einschlagen, dann einfach aus. JR, danke dir. Ja, Mann, danke für den Tipp. Damit können wir jetzt jemanden eins überhauen. Ganz ruhig, Bruder. Ganz ruhig, Bruder. Mit Konzentration. Nice. Stabil. Nice. Jetzt können wir uns verteidigen. Stabil. Vielleicht können wir den Spiegel damit zerschmettern einfach. Boah, Mann. Nice. Let's go. Oh, shit. Okay, den nehmen wir direkt mal in die Hand. Mhm. Du musst mit beiden Händen greifen, um es benutzen zu können. Ich glaube, man kann echt die Spiegel kaputt machen. Das zeigen sie am Ende. Ach, diesmal kann ich da durch. Mach ich kaputt. Warte, wie kann ich die andere. Lass die weglegen. Rechts Lager. Ihr könnt jetzt die Spiegel kaputt schlagen und müsst dann die Rätsel im Spiegel jeweils lösen. Okay. Oh, okay. Wie kann ich aber das jetzt ins Inventar ziehen so? Boah, was ist denn für ein Raum? Yo! Oh mein Gott. Alter. Was haben wir denn hier für einen Raum freigeschätzt? Okay, der dreht sich mit uns, der Raum. Ja, Mann, ey. Sieht aus wie ein unendlicher Raum. Der guckt auch gerade so. Wow. Krass. Der Raum renkt sich ein. Crazy. Okay, Leute, es wird sehr interessant. Oh, neues Haus? Neues Haus, neuer Spiegel. What the hell is this? Ist dunkel? Was liegt hier? Was soll das sein, Bruder? Mach das mal. Kleines Spiel. Spielbahn. Erstmal Feuerzeug anmachen, ganz wichtig. So ein neues Haus einfach. Wow. Diese Puppe, die war doch irgendwo schon. Die sah ein bisschen anders aus. Ich schwör, die war irgendwo. Voll creepy. Ja, egal, gib wenigstens Licht. Nice. Ich mache ein Feuerzeug aus wegen. Ohne Kühlschruhe. Ob da jetzt gefrorene Leichenteile sind? Nein. Ich hätte da jetzt eine Leiche erwartet. Ich hab mir gedacht. Oh, nice, neue Pillen. Oh, Inventar, full! Freunde, wir sind full auf Stoff. Die kann ich wegwerfen, die brauche ich nicht. Die ist leer, ne? Ich glaube, die war unnötig. Ist einfach Alkohol gewesen, glaube ich. Ja. Werfen wir weg. Wir pumpen uns ausschließlich mit Stoff voll, wenn wir Angst haben. So, das weg. Oh, jetzt haben wir den Hammer. Wir können auch damit. Okay, das nehmen wir noch mit. Ich will nur den Hammer nehmen in die Hand, Bruder. Tu die noch weg, Bro. Okay. Komisch. Du brauchst Schlüssel zum Stromraum, haben wir doch. Wir haben doch dieses. Oh, wir haben den Strom. Nice. Next. Nice. Licht. Nice. Feuerzeug, geil. Oder wir finden so viel Sachen. Ne, wir haben im Inventar einfach voll. Zu viel! Sehr noch ein Feuerzeug. Ist hier egal, wir müssen es merken, das ist ein Feuerzeug. Stromraum! Okay. Oh! Falls im Ausfall wissen wir es gescheit. Hier steht was ist. 11 Pianoraum zum Beispiel. Okay, aber was ist an, was ist aus? Man kann nur alles an- und ausmachen. Okay. Okay, wenn was ist. Wenn Strom aus ist, wir können wir rein. Hin müssen. Wir können das klären. Und hier ist noch viel Loot, auch Kerzen. Boah. Alles hier am Start, okay, wir wissen Bescheid. Ja, wir haben sehr nutzvolle Dinge hier auf jeden Fall. Mhm. Okay, ich will den kaputt hauen. Ui, ist halt der Lichter. Aus auf einmal. War hier noch was? Ist noch irgendwas? Oh, hier ist dieser Werkraum. Kann ich hier ein paar Gegenstände dahin tun? Tu mal ein paar Pillen hin, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Bisschen Inventar reinräumen, ne?
Okay, die liegen hier vor. So. Das soll dann mal wegtun, der Bruder. Wie kann ich das wegtun? Ich lasse es auch mal kurz fallen. Wo ist der Spiegel? Hier fliegt ein Feuerzeug. Okay, wir hauen das. Kurz alles fallen lassen. Bro, woher habt ihr die Pillen? Du musst es mit beiden Händen greifen, um es zu... Okay, ich glaube jetzt. Oh. 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 Ein neuer Weg freigeschaltet. Ja. Verschlossen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Verschlossen. Okay, wir hauen alle Spiegel kaputt. Da können wir überall durchgehen. Ja. Switchen. War hier noch was? Was war hier überhaupt? Heizungsraum? Oh, da können wir lang irgendwie jetzt, hm? Oh. Hm. Es ist gerade nicht der Zeitpunkt, um da weiter zu suchen. Aber da ist irgendein Durchgang. Das geht wahrscheinlich, ne? Ja. Ist hier noch irgendwas? Toilettenpapier, wild, wild. Sehr, sehr wild. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Ach, alle. Ah, ne, das war der. Oder wir kommen hier weg. Über Strom. Okay, wo waren die anderen Spiegel? Jetzt sind wir. Ja, wenn sie sucht, findet man sich. Ja, ist mal Feuerzeug aus. What the hell? Kann man da eigentlich was machen? Zu? Kann man gar nicht aufschlagen. Ne. Wieder im Keller zurück. Hm? Hm? Was ist das denn? Wir haben einfach ein Loch. Noch nie. In einem random Badezimmer, ne? Ja, heute Rohrbruch, wir gehen mal abchecken, was abgeht. Ja, mal einfach mal runter, oder was? Einfach mal ein offenes Rohrbruch. Ob der jetzt da runter geht. Also dieses Haus ist vor allem fähig, ne? Löcher. Wow. Oder ich spring da einfach runter. Hm? Geht ab. Waren wir nicht eben hier? Ja, Mann. Da war dieser Darm. War das alles der Raum mit dem Darm? Oh mein Gott, guck mal, alles ist kreuz und quer. Funktioniert nicht. Dings geht nicht. Guck mal bitte, da die Treppe. Hier waren wir doch schon mal. Oh, da ist jemand. Du hast jemand ganz nah dran. Irgendwas ist da. Was ist da drin? Oh. Ist das die Oma? Alter. Bring mir mein Kind zurück. Oh. Dolores. Die Frau hat dich gebeten, ihr Kind zu bringen. Okay, wir müssen das Kind finden. Sieht ein bisschen angeschwollen aus. Was geht ab? Wir müssen das Kind finden. Ja, Mann. Das müssen wir da bringen. Okay, die haben wir vorhin gar nicht gesehen. Alles ist verbunden. Ja, Mann. Jetzt kommen wir wieder hier raus, ja. Hier ist aber auch noch ein Spiegel. So, Bro. Einmal bitte handfrei machen. Oh, das hört sich nach Kind an, oder? Das hört sich nach einem Kind an. Ich speichere mal kurz ab. Ich bin schon weit gekommen auf jeden Fall. Ich gehe mal eben auf Toilette. Ich kann nicht speichern. Ach, kann man nicht. Da ist man gezwungen, manchmal weiterzumachen. Ja, ich kann nicht. Okay, muss man mal zwischendurch testen. Oh shit. Warum? Muss ich immer alles fallen lassen, um den Hammer in die Hand zu haben? Okay, ich warte hier, bis Calvin zurück ist. So, hier nochmal.
hieß jemand irgendwo. Ich kann gerade nicht speichern, richtig komisch. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil hier Atemgeräusche sind. Ich glaube, wir finden das Kind jetzt oder so. Auf jeden Fall. Yo! Yo, 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 yo! Licht geht einfach aus, random, Alter. Bro, Licht ist einfach gerade random ausgegangen. Okay, wir gehen durch den Spiegel. Licht wieder an. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Kind hier was zu tun hat oder nicht. Wir brauchen auf jeden Fall das Kind für die Frau. Oh. Einfach Fenster auf. Einfach random geht Fenster auf. Ganz oh. Random. Einmal lüften hier. Bruder, hier ist ein Rätsel. Oh. Ich glaube, wir müssen die richtige Uhrzeit hier finden. Irgendeine Differenz? Das erste Rätsel. Oh, eine Uhr ist doch stehen geblieben. Was war das? 3.57 Uhr oder so, weißt du noch? Ne, 3.35 Uhr oder? Yeah. Oder? Warte, warte, warte. 3 Uhr nachts auf jeden Fall. Leute, ist das auf jeden Fall hier 3 Uhr. Es muss hier ein Muster geben, aber irgendwie gibt es. Was mit der? Genau. Oh. Aber irgendwie gibt es hier ein Muster geben, aber irgendwie also gar keinen Hinweis drauf. Kein, doch, im Keller war das. Da war auf jeden Fall 3 Uhr. Es war so 32. 3 Uhr 36, ich weiß es noch. Ja, aber man kann nur volle Zahlen machen. Dann wahrscheinlich 35, dann, ne? Oh ne, jetzt hat er den dicken hier. Achso. 30 oder? Ja, dann mach ich erstmal 35. Hm. Aber alle? Ich würde auch mal alle machen, ja. Dann sehen wir mal. Ist irgendein Rätsel auf jeden Fall. Mhm. Okay, klappt nicht. Ja. Okay, wenn wir eine Uhr finden, Leute, drauf direkt achten. Abchecken dann, ne? Oh, hier ist auch ein Rätsel. Oh. Hier ist auch ein Rätsel. Wahrscheinlich bewegt sich dann irgendeine Tür oder so, irgendwas geht auf. Okay, da muss auch irgendwo ein Muster geben. Okay, okay, das heißt, wir müssen uns auch umgucken, ne? Hier ist Rätselraum, alles klar. Bam. Und irgendwo waren Atemgeräusche, ne? Was ging jetzt mit dem Raum ab? Wir müssen der alten Dame auf jeden Fall das Kind bringen. Oh mein Gott, jetzt mit drin Besuch? Jo, weiß ja gar kein. Wo? Die Oma! Eine alte Oma! Oma! Unser Verstand, unser Verstand. Meinst du? Und links. Das war Oma hat geklingelt, Alter. Oma oder das? Oma. Nougat Fitz Beste, ja, Mann. Oma, machst du uns Kekse und Milch? Wir haben ja gerade. Ja, creepy Situation. Warme Milch mit Honig. Beste als Plätzchen. Kind, Alter. Ja, Mann. Mit Honig. Ja. Echt so ein Kindheitsding, ne? Wir haben noch hier den Schlüssel für was war der? Können wir den nochmal untersuchen? Garage, ach so. Garage. Oh, hier ist ein Spiegel, können wir aufschlagen. Kurz alles droppen, ja. Alter. Genau, weiter Spiegel kaputt machen. Ruf damit. Bam. Oh, oh, was haben wir denn da freigeschaltet? Geht irgendwo runter, Alter. Tiefen Kerker. Ja. Kammer des Schreckens. Oh mein Gott, wir drehen durch, Verstand. Go. Aber der Kammer, ne? Kammer des Schreckens, let's go. Oh mein Gott. Dein dynamisches Inventar ist voll. Man kann die Sachen nehmen. Das war doch beim Durchgucken das Bild, weißt du noch? Stimmt, ey. Beim Durchgucken einmal das Bild. Leute. Was ist das aber zu bedeuten? Das war das doch, oder? Gesicht. Aus wie so ein Sollen wir es mitnehmen? Ich glaube, wir müssen das nehmen, Bruder. Kannst du das einsammeln? Ja. Geht nicht. Du musst es mit beiden Händen greifen, okay. Ah. Ja. Oh. Puh. Ach krass, wir können es mitschleppen. Das mitschleppen. Ich will das hier. Das hatten wir gesehen, ne? Ja. Hä? Sollen wir das erstmal nach oben lagern? Fallen lassen? Ja, wir können das nur untersuchen, okay. Ich dachte, man kann das mitnehmen. Ja, doch, wir können das mitnehmen. Stimmt das mit auf jeden Fall? Ja, ich sehe zwar nichts, aber. Mhm. Bro, wo ist das Bild jetzt? Ey, Bild. Das hängt da jetzt. Dicke Glitch verbuggt.
Oh, tu das mal rein. Was macht der? Okay, ich lass kurz fallen hier. Ich weiß nicht, wie ich das ins Inventar tue. Die Steuerung ist ein bisschen komisch. Hm. What the hell? Das sind noch mehr Bilder. Oh, okay, die sind. Oh nein. Ob die jetzt das zu bedeuten haben? Das hier ist auch nochmal ein Rätsel. Leute, oh. Die Rätsel gehen jetzt erst los. Das sind überall Rätsel. Hier müssen wir Bilder aufhängen, oh. Auf jeden Fall. Ah, da müssen wir hintragen. Okay. Aber aus diesem Raum? Das ist ein Rätsel, Alter. Ja, Mann. Okay, okay, okay. Boah, da sind auch nochmal Bilder. Crazy, okay. Überall. Kaum kommen die Rätsel, wird erstmal geschrieben. Ab in Station 5. Genau, wir machen jetzt gleich erstmal Pause mit Visage. Haben jetzt gut Visage auf jeden Fall gezockt. Mhm. Wo ist mein Feuerzeug? Give me this, please. Oh, mach an. Ist das leer? Okay, wir müssen das fallen lassen. Oh, neues Feuerzeug. Oh, das geht hier nicht, okay. Das geht hier nicht, okay. Das geht nicht. Oh, ist da eine Tür? Wir müssen hier raus wieder, okay. Die Rätsel machen wir später. Mhm. Keine Nerven jetzt dafür. Okay. Meinst du, wir finden das Kind noch oder so? Sonst können wir auch erstmal speichern. Ja, war jetzt viele Rätsel. Ich weiß nicht, ob die jetzt erstmal Voraussetzungen sind, ne? Okay, wir sind gut weit gekommen, Leute. Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr Visage, Leute. Ist ein geiles Horror-Game. Ja, man, auf jeden ist Fall. Ein Horror-Game. Bis jetzt noch keine Jumpscares und so am Start. Genau, ist noch nicht bescheiden, so aber. Genau, ist bescheiden, aber wer weiß, ist eher so auf Spannung aufgebaut. Ja, mal sehen, was da noch geht. Ja, man, auf jeden Fall Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Yes. Und wir sagen, bis zum nächsten Video. Peace!